Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Alderaan und wollen jetzt hier gerade der Quest jemand zu Hause nachgehen, indem wir Lady Renata finden. Ja, müssen wir natürlich mal schauen, auch ob es hier Bonusmissionen gibt. Da würde ich vielleicht hier direkt mal in die kleine Gruppe reinspringen. Okay, hier gibt es wohl keine extra Bonusmission. Alde Wächter ist ein weiteres Haus hier auf Alderaan, die Alde. Oh, hier gibt es ein Wissensobjekt. Haus Alde. Ja, dann haben wir das auch schon mal entdeckt. Wäre mir jetzt nicht so unbedingt aufgefallen. Zufall, dass wir das gesehen haben. So, dadurch, dass es hier draußen jetzt keine Bonusmission gibt, würde ich sagen, versuchen wir da ungehindert zu dem Gebäude zu kommen, wo wir hinwollen. So, und vielleicht haben wir ja hier die Möglichkeit einer Bonusmission. Oh, sieht nicht so aus. Ja, das kommt auch vor, dass man mal einfach gar keine Bonusmission hat. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Dann können wir uns auf die Hauptmission konzentrieren. So, hier gibt es einen kleinen Fahrstuhl auf Ebene 2. So, da ist Lady Renata. My Lady, wir haben einen Eindringling. Lady Renata, ich suche nach der Familie eurer ehemaligen Dienerin Jessa Wilsam. Was für einen Unsinn redet ihr da? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Lady Renata, lasst mich diesen Sith töten, wie den letzten, den Duke Kendo geschickt hat. Windred, ihr braucht keine Erlaubnis, einen Feind zu töten, der durch meine Tür gestürmt kommt. Macht es schnell. Greift an und ihr stirbt. Haltet euch zurück, Windred, oder ihr seid ein toter Mann. Der Sith versteht nicht. Ich werde euch umbringen. Okay, er will es nicht anders. Ich hatte auch gerade gesehen, wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, ihn direkt anzugreifen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen böser gewesen. Habe ich aber leider zu spät gesehen. Sonst hätten wir die Auswahlmöglichkeit natürlich genommen. Tja, Windred. Das war's mit dir. Lady? Es tut mir leid. Das kann nicht sein. Hoffentlich nimmt ihr es mir nicht übel, dass ich ihm befohlen habe, euch zu töten. Ihr müsst verstehen. Ich erwehre mich Duke Kendos Annäherungsversuchen schon seit geraumer Zeit. Und ich dachte, ihr gehört zu ihm. Wenn ihr nicht für den Duke arbeitet, werde ich euch gerne helfen. Ihr habt doch ein Mädchen erwähnt. Jessa irgendwas? Ihr hattet eure Chance. Meine Geduld ist gleich erschöpft. Nein, wartet. Gebt mir einen Augenblick. Ich habe von einer jungen Dienerin gehört, die Alderaan mit einem Jedi verlassen hat. Auch habe ich schon einmal den Namen Jessa Wilsam gehört. Aber ihr liegt falsch. Ich habe sie nicht gekannt. Sie war nie meine Dienerin. Erzählt mir, was ihr wisst. Wisst ihr sonst noch irgendwas über sie? Duke Kendo kann dem in seiner Befragung nachgehen. Der Duke beglückwünscht euch zu eurem spektakulären Einbruch in das Haus Alde. Ich bin hier, um ihm Lady Alde zu bringen. Nein! Lasst nicht zu, dass er mich zu diesem Schwein bringt. Ich weiß, für wen das Mädchen gearbeitet hat. Ich werde euch alles erzählen, wenn ihr mich vor Duke Kendo beschützt. Ich bin ganz Ohr. Ich höre aufmerksam zu. Dann sind wir uns einig. Gut.
Bevor sie mit dem Jedi abgereist ist, war Jessa Wilsam die Dienerin von Jessel Organa, vom Haus Organa. Sie waren unzertrennlich. Vor dem Krieg war Jessel eine Adlige wie ich. Jetzt führt sie Organas Truppen gegen das Haus Ulgo an. Sag mir, wie ich sie finden kann. Wo genau hält sich diese Jessel Organa auf? Ihr Hauptquartier ist in der Nähe der Frontlinie. Der Duke wird wissen, wo man Jessel Organa finden kann und wie man an sie herankommt. Wenn ihr gestattet, dass ich Lady Renata zu ihm bringe, wird er euch mit Freuden über alles Aufschluss geben. Nehmt sie mit. Ihre Sicherheit lag mir nie am Herzen. Ich dachte, ihr würdet Erbarmen zeigen, wenn ich euch alles erzähle. Ihr findet euer Schicksal bei Duke Kendo, Vibe. Seid nett zu ihm. Vielleicht behandelt er euch dann gut. Ich habe es ernst gemeint. Ich bin sicher, dass euch Kendo helfen kann, Jessel zu finden. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Sagt ihm, dass ich kommen werde. Stellt sicher, dass er auf meine Ankunft vorbereitet ist. Natürlich. Ich sehe euch im Haustuhl. Kommt, Renata. Es ist an der Zeit, eurem Schicksal zu begegnen. Und es wird ein schreckliches Schicksal sein. Tja, warum nicht gleich so? So, kehre zu Duke Kendo zurück. Der wird sich wahrscheinlich in der Hauptstadt befinden, wo auch das Haus Tool ansässig ist. Aber da wollen wir jetzt erstmal nicht zurück. Das machen wir, wenn wir irgendwann mal wieder da sind. Wir werden erstmal hier in der Region weiter questen. So, dann lass uns mal schauen, dass wir hier erstmal wieder rauskommen. So, schnell weg. Ja, Leute, hier drüben gibt es noch eine Quest, die würde ich dann auch direkt nochmal einsammeln. Dann müssen wir nur hier vorne über die Brücke. Und dann ja, entdecken wir die Region natürlich auch noch direkt. Hier gucken wir natürlich, dass wir wieder eine Bonusmission vielleicht kriegen. Aber das sieht eher nicht so danach aus. Also sollen wir uns hier wahrscheinlich nur um die medizinischen Vorräte kümmern. Ja, da finden wir schon mal zwei. So, hier haben wir vielleicht doch noch eine Bonusmission. Organa Colto Tank. Jo, wenn wir von denen 6 zerstören, dann haben wir es geschafft. Ich würde direkt mal gucken, dass wir hier in den Zelten jeweils gucken. Gefechtssanitäter. Ja, die versuchen sich natürlich auch immer hochzuheilen, aber da sind wir ein bisschen schneller mit unserem Schaden. So, die Quest an sich haben wir dann schon so gut wie erledigt. Gibt es hier unten auch noch Colto-Tanks? Ich schaue gerade mal. Jo. Gibt es auch noch welche? So, machen wir schon mal die Colto-Tanks kaputt. So, die medizinischen Sachen haben wir dann auch schon mal eingesammelt. Und die Bonusmission ist auch abgeschlossen. Sehr schön. Genau. Dann können wir hier erstmal weiter. Und dann kommen wir nämlich hier auch wieder über die Brücke zurück.
Und hier unten wird es dann wahrscheinlich wieder einen Außenposten geben, bei dem wir dann wieder einige Missionen bekommen werden. Ja Leute, wo ich schon mal hier bin, kann ich euch direkt nochmal schnell zeigen. Hier findet ihr wieder einen Datacorn. Und zwar müsst ihr hier über diese Seilwinde... Ziel abgeschlossen. So, wir kriegen die Quest. Dieses Teil hier fährt immer hoch und runter und hier müsst ihr dann halt oben raufspringen. Und hier unten auf der kleinen Insel befindet sich das Datacorn. Da unten seht ihr es. Und ja, da könnt ihr das dann einsammeln und habt dann wieder eins gefunden. So, wir machen das nicht, weil wir die schon haben. So, hier vorne gibt es auch noch eine kleine Questreihe. Ich weiß aber nicht, ob wir die jetzt schon finden oder ob wir da erst zu dem Außenposten hin müssen. Die Juran-Kreuzung. Ja, die haben wir dann auch schon mal entdeckt. Und so wie es aussieht, müssen wir erst zu dem Außenposten. Ja, hier oben gibt es auch noch einen kleinen Heldenbereich. Ich glaube, da geht es um eine Bereichsquest. Müsste ich nochmal schauen. Nee, doch nicht. Aber da kriegen wir auf jeden Fall noch eine Quest für. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal zu dem Außenposten. So, nach und nach entdecken wir die Karte natürlich auch wieder. Ah ja, hier vorne gibt es die Quest. Aufklärungsdruide. Fort Alde, die Hauptfestung von Aus-Alde im Jurangebirge, ist für die Familie eine strategische und stark befestigte Verteidigungsposition in der Region. Der Angriffsplan des Imperiums steht bereits, sodass dass die Imperialen nur noch die Mauern von Fort Alde durchbrechen müssen, um mit der Eroberung zu beginnen. Infiltriere das Gelände und schalte die Schilde aus, die das Fort schützen, damit imperiale Sprungtruppen mit dem Angriff beginnen können. Nach dem Durchbruch bleibt nur noch Joral Alde, der Kommandant des Forts. Im Herzen dieses Verteidigungsbollwerks schalte ihn aus und sichere dem Imperium den Sieg. Fort Alde ist die Hauptfestung von... Ah ja, da wiederholt sich das Ganze nochmal. Alles klar, dann ja, gehen wir direkt mal die Sache an, würde ich sagen. Was sollen wir denn hier machen? Besiege alte Streitkräfte, okay. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir die besiegt haben, nämlich, sollen wir hier diese Gerätschaften zerstören. Daran kann ich mich noch erinnern. So, ich glaube, früher war das auch ein Heldenbereich hier. Also das waren alle starke Gegner. Von Gold bis Silber. Und dann war das Ganze natürlich ein bisschen knackiger hier. Jetzt scheinen das alles normale Gegner zu sein. So, 6 Gegner noch. Schauen wir hier gerade nochmal lang. Das
fehlen nur noch zwei. Dann nehmen wir hier mal die kleine Gruppe. Und dann dürfte die Quest sich schon aktualisieren und sagen, dass wir halt diese Generatoren ausschalten sollen. Dann können nämlich hier die Sprungtruppen landen. Genau, da steht schon. Stufe 1 Schild, Stufe 2 Schild, Stufe 3 Schild. Sollen wir alle ausschalten? So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zu dem unten, weil wir da die Truppen ja gerade ausgeschaltet haben. In der Hoffnung, dass sie noch nicht neu gespawnt sind. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller. So, hier müssen wir einfach diese vier Gegenstände zerstören. Na, wo kommst du? So, und dann kommen nämlich unsere Sprungtruppen auch schon. Und die müssen sich dann mit denen da hinten anlegen. Da sind sie schon. So, und das Ganze machen wir jetzt halt nochmal zweimal, bis wir dann in das Hauptgebäude reinkommen. Und dort, ja, treffen wir dann auf den Kommandanten von Fort Alde. Ja, hier werden ein paar Leute angelockt, weil wir den Generator zerstören wollen. Mal sehen, ob der uns in Ruhe lässt hier. Nee, natürlich nicht. Der will also auch nochmal was abhaben. Und hier hinten ist irgendwo auch noch ein Gegner. Alte Verteidiger. Müssen wir dann auch nochmal ran. Aber das war schon mal der Stufe 2 Schildgenerator. So, und jetzt kommen hier wieder die Gegner raus. Und ja, die haben uns jetzt leider entdeckt. Da müssen wir gegen die halt auch nochmal schnell kämpfen. Wollte ich eigentlich vermeiden. Damit die halt gegen die Sprungtruppen einfach nur kämpfen und nicht gegen uns. Aber gut. Die fallen ja auch ziemlich schnell. So, hier oben ist der letzte Generator. Schalten wir den mal schon mal direkt aus. Der ist sonst eh gleich auf uns aufmerksam. Ja, genauso wie der Druide hier. Kann hier das Computerterminal hacken und damit haben wir dann auch schon das erledigt. Besiege und durchsuche Commander Joel Alde. Der ist nämlich hier in dem Gebäude und schon wieder sind die auf uns aufmerksam geworden. Das heißt, leider müssen wir gegen die kämpfen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht auch so reinkommen. Jo, das hat geklappt. Gut, dann auf zu Commander Alde. Ja, ein goldener Gegner, aber auch nicht sonderlich schwer. Wie gesagt, damals war das ein wirklicher Heldenbereich. Da war das Ganze um einiges knackiger. Jetzt mittlerweile ist das alles ein bisschen einfacher geworden. Zumindest was diese Quest hier angeht. Früher brauchte man auch hier eine Vierergruppe für. So, alle tot.
So, greif auf das Missionsterminal zu. Ja, jetzt brauchen wir die Quest halt nur noch abgeben in dem Stützpunkt. Ihr kennt's. Und genau, dort werden wir dann auch wieder einige neue Quests bekommen. So Leute, Folge ist aber auch schon wieder vorbei. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge in den Außenposten rein. Und ja, nehmen da dann noch ein paar Quests an und geben auch einige wieder ab. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Bis dahin, liebe Leute.